Willkommen zurück zu Big Farm Story. Wir sollen ja uns jetzt am nächsten Tag oder beziehungsweise wir sollen uns jetzt mit Rita treffen. Die meinte, sie geht schon mal zu den Höhlen vor. Meine Ausdauer ist zwar ein bisschen niedrig, aber ich gehe einfach mal optimistisch an die Sache und hoffe mal, dass ich nicht so viel Ausdauer verbrauche. Ich werde jetzt hier auch nichts sammeln. Ich versuche mich jetzt hier zurückzuhalten. Selbst wenn hier schöne Sachen sind. Aber nein, Tro, halte ich zurück, halte ich zurück. Oh, der Pilz ist neu. Ein Pfifferling. Du bist hier, super. Warten ist nervig, also versuchen wir einfach das Ding aufzubekommen, ja? Also bitte, was sollen uns die anderen schon sagen? Komm schon, ich habe auch eine Spitzhacke mitgebracht. Ich bin sicher, dass wir das beide in kürzester Zeit erledigen können. Kennst du dich mit Spitzhacken aus? Ha! Was kann daran schon so schwierig sein? Oh, das wird ja noch ein paar Schlägen ja richtig anstrengend. Ja, ach. Aber ich habe meinen Fuß getroffen. Oh, ist die dumm. Mann, sind die hart. Sind alle Steine so hart? Ja, eigentlich ist ihre Idee besser als das mit dem Dynamit. Wir sind schon seit Stunden am Ackern, oder? Eher seit ein paar Minuten. Sieh mal einer an. Warum bin ich nicht überrascht? Mason, was machst du denn hier? Ich habe meine Analyse der Gesteinsinformation beendet und gemerkt, dass ihr zwei nicht mehr da wart. Es war nicht schwer zu erraten, wo ich euch finden würde. Diese Steinbrocken wollen einfach nicht zerbrechen. Da hast du wohl recht. Eure Spitzhacken sind zu schwach. Ihr braucht bessere. Irgendeine Idee, woher ich eine bessere Spitzhacke bekommen kann? Yep. Oh, und solltet ihr da weiterhelfen können? Noch mehr Warterei? Oh, du spannst mich mit Absicht auf die Folter, Nathan. Gib's zu. Offenbar ist dir langweilig. Perfekt. Ich habe die richtige Arbeit für dich. Bei der die Zeit wie im Fluge vergehen wird. Was? Moment mal. Was soll das für eine Arbeit sein? Besorg dir die bessere Spitzhacke, Troplay. Dann können wir den Höhleneingang gefahrenlos freilegen. Yay, und ein Level up. So. Die maximale Energie ist auch nicht schlecht, aber ich nehme das Bautoken. Damit ich den Brunnen verbessern kann. Schwein hat auch wieder was entdeckt. Wusste jetzt von einer besseren Axt. Und eigentlich hätte ich dann noch schlussfolgern können, dass es eine bessere Spitzhacke gibt. Da ich aber ein bisschen blond bin. Und anscheinend auf den Kopf gefallen. Hatte ich das gar nicht so bewusst irgendwie in Betracht gezogen. Oh, meine Kühe sind ja fertig. Hatte ich gar nicht drauf geachtet. Verdammt, die armen Kühe. Moment, war das gerade Firma essen? Ah, ne, Firma habe ich noch, ne? Das war das. Ich brauche nur einmal essen, ne? Ja, gut. Hui. Ich hatte jetzt gerade schon Sorgen. Also, das wäre ein bisschen eng gewesen. Es dauert einen Tag, bis das wieder aufgefüllt ist. Oh Mann. Deswegen, da muss man auch jetzt das alles im guten Gleichgewicht haben. Denn ansonsten kann sich das ein bisschen überschlagen, was Wasser und Felder angeht. Hey. Schön, dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Hey Owen. Nathan sagte, du könntest mir mit einer Spitzhacke helfen. Kann sie mir mal ansehen. Ist sie kaputt? Nein, nein. Sie ist nicht stark genug, um den Höhleneingang freizulegen. Ich brauche eine bessere Spitzhacke. Nicht stark genug? Lass mal sehen. Ah ja, das Material ist minderwertig. Leider habe ich kein Eisen. Weißt du vielleicht, wo ich etwas Eisen besorgen kann? Ich habe sogar zwei nützliche Tipps bezüglich Eisen für dich. Wenn man Steinbrocken abbaut, kann man Glück haben und dabei ein bisschen Eisenerz finden. Es steckt nicht in allen Steinbrocken und ist auch nicht leicht zu finden. Deshalb muss man sorgfältig danach suchen. Eine bessere Lösung wäre, zu einem ziemlich versteckten Ort auf der Maulwurfsinsel zu gehen. Die Steinbrocken dort enthalten in der Regel mehr Eisenerz und es gibt sogar offensichtliche Eisenerzbrocken. Was? Keine Lust auf eine Schatzjagd? Hm.
Natürlich verrate ich es dir. Wir haben es auch etwas eilig. Auf der Insel gibt es diesen großen Hügel. Rechts davon führt ein schmaler Pfad am Wasser entlang. Dieser Pfad ist normalerweise mit Dornensträuchern überwuchert. Du kannst meine Heckenschere dafür verwenden. Okay, das klingt irgendwie doch ein bisschen nach einer Schatzjagd. Danke für die Heckenschere. Ich breche da mal auf und besorge etwas Eisen. Ja, nice. Jetzt haben wir eine Heckenschere. Eine Heckenschere kann man ja immer gebrauchen. Das Problem ist bloß, jetzt brauche ich erstmal Ausdauer dann. Aber jetzt will ich auch ganz kurz meinen Brunnen noch verbessern. Party 1, 2, 3 und kleines Etwas sind auch da. So. Also begrüße ich euch ganz herzlich in dem Video, wenn ihr es seht, ne? Könnt ihr euch gegrüßt fühlen. So, und das Ausbauen habe ich auch alles da. Wow. Das ist ja auch bei weitem günstiger geworden. Jetzt fehlen mir echt die Taler. Verdammt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Ist eigentlich ein guter Ansatz, denn es wird ja schon wieder dunkel. Die Ausdauer ist auch schon leicht weg. Und ich bin so ein Idiot, ne? Ich bin so ein Idiot. Ich hätte ja noch vorher die Gurken machen können. Verdammt, und das dauert jetzt einen Tag. Ernsthaft? Oh, oh. Oh nein. Na gut, dann ernten wir mal ganz kurz hier die ganzen Möhren. Aber egal, Möhren ernten ist auch eine schöne Angelegenheit. So. Spätestens jetzt, finde ich, könnte das Spiel sogar rein theoretisch auf die Switch springen. Und würden damit sogar noch mehr Leute abholen können. So, was pflanzen wir denn mal an? Wieder Möhrchen, damit ich das voll bekomme. Nee, komm, wir machen erstmal Löwenzahn, komm. Sonst werde ich hier nie glücklich. Da, Löwenzahn anpflanzen dauert jetzt wieder lange und, ne. Ich denke, ich werde auch wieder ein bisschen vorbereiten, was das Ganze angeht, weil ihr müsst ja nicht jeden Tag sehen, wo ich jeden Tag dann hier das gieße, wo ich jeden Tag dann hier die ganzen Sachen sammle, sondern einfach nur, ey, Droh, yay. Geht weiter, was Storytechnik angeht. So war es ja eigentlich auch geplant mit den Gurken, dass da jetzt in dem Augenblick eine bessere Spitzhacke und so weiter an den Start kommt. Okay. Dass es jetzt insgesamt neue Objekte gibt mit dem Release. Okay. Nehme ich alles mit. Ist also kein Ding. So. Schön alles ausbauen. Und schön alles bepflanzen. Ausbauen würde, würde das Ganze anders aussehen. So, wassertechnisch sieht das zwar jetzt alles noch gut aus. Das sollte eigentlich reichen. Wenn ich richtig gerechnet habe. Weil 32 Felder, ne? 4 mal 8. 32. Ich glaube, wir bekommen 34 Wasser jeweils. Oder 36 Wasser. Weiß ich jetzt gar nicht. 34. Sehe ich gar nicht so. Muss ich extra rangehen. Da muss Mathilda mal schöne Aufträge haben und nicht
So einen Kauderwelsch. Also ich muss dazu sagen, vorher waren die Aufträge ein bisschen strukturierter. Man hatte wirklich, ich sag jetzt mal, reine Pflanzaufgaben, reine Sammelaufgaben, reine Tierpflegeaufgaben, um es mal so auszudrücken. Und dann halt noch, ja, andere Sammelaufgaben oder beziehungsweise Angelaufgaben, könnte man fast sagen. Und jetzt haben sie das irgendwie alles so ein bisschen gemischt und... Ah, 34 bekomme ich, genau. Das finde ich halt so ein bisschen so, warum mischt ihr das jetzt? Finden die dich gut? Ja, und meine Ausdauer geht natürlich immer weiter und weiter und weiter runter. Und ich weiß nicht, warum ich das gerade mache. Doch, ich weiß, warum ich es mache. Ich gehe ganz kurz rein und koche mir was. Denn auch mit Kochen kann man sich die Ausdauer verbessern. Das wurde ja eingeführt und das Kochen geht ja relativ schnell. Muss nur gucken. Milch. Was? Achso, ich wollte gerade sagen. Wo haben wir es? Da. Karottensuppe. Kann verwendet werden, um mehr Energie für den Tag zu erhalten. Ja, möchte ich. Genau, verwende das. Ja, hallo? Kann ich jetzt was essen? Würde gerne was essen. Ich habe mich nie damit beschäftigt, aber hey, jetzt würde ich gerne mal was schnabulieren, ne? Wenn ich hier drauf klicke. Ja. Rührei wird beim Kochen verwendet. Ja, genau. Okay. Also scheinbar kann ich nicht einfach mal so drauf losessen. Oh, ah, doch, hier. Wahrscheinlich hier. Ha! So, da haben wir dann unsere Kirschen. Apfelbaum will noch nicht. Ach, schade. So, dann müssen wir jetzt auf die Insel und dort die Bäume fällen. Ach, die Bäume fällen. Erz sammeln. Natürlich jetzt hier alles Ressourcen, die ich jetzt noch nicht so häufig hatte. Dann aber auch gerne mitnehmen würde. Die übrigens ganz kurz in der Luft schweben, wenn man sie anklickt. Hat er mir jetzt eigentlich gesagt, wie viel Eisen ich brauche? Ja? Yay, Eisen! Oh, da ist wieder so ein Pfifferling. Oh, gab es sogar 10. Das muss der Ort sein, von dem Owen gesprochen hat. Da war ich aber schon mal. Jetzt kann ich mir das Eisen jetzt für meine Spitzhacke besorgen. Ich hatte ja gerade schon Eisen, ne? Aber... Ernsthaft? Das ist sogar separates Eisen, was ich rein theoretisch abbauen könnte. Aber nein, kann ich nicht. Ich muss natürlich hier Glück haben, dass es hier irgendwo dazwischen ist. War doch dabei. Zwölf.
5, 5, 10. Danke. So, was brauchen wir denn für die Quest, für die Aufgabe? Moment, 10 Stück? 10 Eisenerze. Du hast die doch nicht mehr alle. Da bin ich auch schon wieder Tage unterwegs. Ach, warum mache ich denn das? Ich habe ja jetzt gerade erstmal, ich glaube 4 habe ich. Glück, 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 Glück. Nein, danke. Ich habe Eisenerz. Ja. Uff. Hier haben wir dann das bessere Holz. Nein, 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 nein. Oh, das ist, wenn man da lang klickt. Ich will eigentlich nur lang gehen. Hat er ihn nicht erwischt, den Pilz? Okay. Das noch ein Stein. Oh, daneben. Komm, und jetzt Eisenerz dazwischen, komm. Mann, was soll denn das? Gib mir doch mal ein bisschen Eisenerz. Banausen. Da ist nix. Das ist jetzt wirklich bedauerlich, aber wir wissen jetzt halt, in jedem Stein kann ein Eisenerz stecken. Solange meine Ausdauer noch sagt, Tro, du kannst noch, würde ich die Chance auch nutzen. Aber wenn ich da nichts finde, ist das natürlich ärgerlich. Ah, hier ist auch nichts. Die haben die Steine ein bisschen abgenommen, finde ich, oder? Es war noch hier deutlich vorher mehr. Oh Mann. Nur noch die ganzen Gurken, die ich sammeln muss. Hallalalalalalala. Hallalala. Oh, wir sind auch schon wieder fertig. Kann ich die noch füttern? Ja, ich kann beide Kühe noch einmal füttern jeweils. Ah, ich komme nicht ganz auf die 80, aber es ist gut in der Richtung. So. Ja, muss ich wieder einen Tag leider warten, bis ich da was machen kann. Ich weiß gar nicht, konnte ich jetzt noch was... Ah. Da könnte ich jetzt noch was machen. Seht ihr. Dann mache ich das doch schnell. Wieder so viel zum Einsammeln. Oh Mann. Ich brauche erstmal jetzt echt Knete, Kohle, wie auch immer. Gut, haben wir nicht viel, aber egal. Ich brauche eigentlich andere Sachen, Leute. Ist euch das mal bewusst? Nein? Okay. Brauche ich nicht. Nee. Hört doch jetzt mal auf mit dieser ganzen... Das soll mal einer verstehen. Kirschen? Ach nee, da habe ich Äpfel. Ups. Super.
Mhm. Ja? Ja? Nein. Ich habe noch keine Kirschen. Einfach mal noch was Gold. Ach, den darf man jetzt wieder ausbauen? Cool. Ein Platz mehr. Hey. Ah, trotzdem ändert nichts. Ja, da habe ich alles freigeschalten. Jetzt noch einen Marktplatz freischalten. Also haben sie auch die Preise bei weitem günstiger gemacht. Eigentlich gebe ich jetzt hier gerade viel zu viel Geld dafür aus. Ich will halt mal hier was haben, was... Oh. Ich habe immer noch genügend. Wie krass ist das denn? Bald habe ich den endlich mal ausgebaut. Ich glaube es ja nicht. Oh, was Grünes. Oh, und das habe ich sogar mal lieferfertig. Hm. Eier sind jetzt grün? Oh Mann. Wer hat sich hier die Kategorien ausgedacht, Leute? Egal, 594. Achso, falsch. Nein, Auftragsplätze. Ach, verdammt, jetzt ernsthaft? Das fehlt? Ach, nee. Den brauche ich jetzt noch nicht. Das ist jetzt erstmal egal. Ich bin mit dem Rest schon mal ganz zufrieden. Ich wollte... Okay. Da finde ich es jetzt schade, dass man das nicht nochmal bestätigen muss. Oh, jetzt sind hier noch so viele Sachen wieder. Mann! So, Owen. Hast du genug Eisenerz gefunden? Der braucht echt 10 Stück. Ah, 10 Stück, das ist kein Witz. Haben sie die Preise angepasst? Hä? Wo ist es hin? Ah, da. Vier Spots auf einmal. Sind Entwürfe. Okay. Aber vier Spots auf einmal haken, finde ich schon mal gut. Das ist schon mal in Ordnung. So, was haben wir da? Gießen, nee. Gut. Können wir dann die nächsten Male angehen? Ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschö, tschö.